Hallo Leute, heute reden wir mal über das Thema, darf man behindert sagen? Also erstmal als Erklärung, viele Leute sehen das ja als Beleidigung, habe ich früher selber auch als Beleidigung angesehen. Heute ist das zwar nicht mehr ganz so schlimm, aber für die Leute, die davon wirklich ernsthaft betroffen sind und die Leute, die jetzt, sag mal, über Behinderung allgemein keine Ahnung haben, ist das schon eine Beleidigung. Die haben auch nur mehr Einschränkung als nur mit ihrer Behinderung. Die viel größere Einschränkung ist die Gesellschaft, wie zum Beispiel Arbeitsgeber oder freie Wirtschaft zum Beispiel oder auch Schule. Und hierzu habe ich auch ein kleines Video gesehen vor kurzem. Kann ich ja hier jetzt kurz mal einblenden, am besten hier für euch. Ich habe vor kurzem, wie gesagt, das Video gesehen und ich habe gesagt, in das Video darf man behindert sagen. Also mein Grundprinzip ist, kann man zwar schon machen, aber man sollte auch selber so viel Ahnung haben, dass Menschen mit Behinderung das wirklich ernsthaft als Beleidigung ansehen oder die ganze Gesellschaft einfach nicht damit klarkommt. Von vornherein sage ich zum Beispiel, Menschen mit Behinderung können zum Beispiel nicht mehr als 2600 Euro im Monat verdienen. Das ist halt eben der Grund, weil die Menschen halt eben Hilfe bekommen von Betreuer, von das Amt, von der Staat. Und deswegen sagen die, wenn wir mehr als 2600 Euro ansparen, müssen wir alles, was wir so viel habe, abdrücken. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt 3500 Euro von mir aus jetzt gewinnen würde, im Lotto zum Beispiel, das ganze Geld muss ich abdrucken, weil ich da eben selber nicht mehr als 2600 ansparen darf. Das sind zum Beispiel Einschränkungen in dem Sinne, ich kann mir dann nicht zum Beispiel mal einen Fernseher für 3000 kaufen, geht nicht, wird abgezogen. Oder zum Beispiel mal einen extrem tollen Urlaub finanziere, geht auch nicht. Wenn ich zum Beispiel einen Urlaub in Japan machen will, in einem dementsprechenden Hotel, 2 bis 3 Wochen zum Beispiel, das sind auf jeden Fall 2600 Euro Marke mit Flug und so und Rückflug, was ich da vielleicht dann kaufen will, auf jeden Fall überzogen. Und deshalb ist da eben für viele Menschen das ist eben eine sehr, sehr starke Einschränkung und deswegen ist auch das Wort Behinderung eine sehr, sehr starke Einschränkung, was mich da auch selber auch begriffen tut. Und deswegen höre ich das selber auch nicht gerne, wenn die Leute da vorher darüber vielleicht einfach keine Ahnung haben, wie das Ganze aussieht. Zum Beispiel viele Menschen mit Behinderung arbeiten zum Beispiel in behinderten Werkstätten. Da ist zum Beispiel so, die verdienen da nicht mehr als 2000 Euro im Monat. Quatsch, 2000. Ich meine natürlich, die verdienen da nicht mehr als 200 Euro im Monat. Die Menschen mit Behinderung verdienen da nur 200 Euro im Monat für ihre Arbeit. Das ist am meisten nur Montage, sprich, sortiere und Tüte einpacke und andere Sache und Kleinteile zusammenbaue, das machen die hauptsächlich da und Klebearbeit natürlich. Und die Leute, die da in den Beruf Bildungsbereich kommen, die erste 3 Jahre sind das, da verdienen die Personen, die da arbeiten, die ersten 3 Jahre gar nichts. Absolut gar nichts bekommt da die ersten 3 Jahre. Vor allem bekommt man dann ungefähr 65 Euro circa bekommt man dann jede Monat überwiesen, aber die Werkstatt an sich bezahlt kein Cent an euch. Und die Werkstatt kümmert sich ja auch darum, dass man auf der erste Arbeitsmarkt kommen kann. Ja, das ist zwar richtig, aber wenn man dann zum Beispiel in Kinderarbeit tut, also in Kindergarten oder zum Beispiel in Altersheimarbeit tut von mir aus, den gesamten Lohn, den man, also
Die Werkstatt macht dann mit dem und dem Betrieb, als Beispiel Altersheim, mache die da einen kleinen Vertrag mit. Und das heißt halt eben, dass eben ein bestimmter Betrag, dass ich da arbeiten darf in das Betrieb, muss das Betrieb die Werkstatt über einen Teil abdrücken. Und von dem Teil sieht der Behinderte, in dem Fall ich zum Beispiel, gar nichts davon. Und wirklich mehr verdient derjenige da auch nicht. Vieles hatte da ein knapp 100 bis 150 Euro im Monat mehr raus. Aber auf jeden Fall finde ich, ist das nicht gerecht. Man wird da gnadenlos eingeteilt, gnadenlos eingesetzt in viele Betriebe. Und da verdient man da einfach, so wie die Werkstatt, so wie die Behindertenwerkstatt jetzt mache, geht das gar nicht. Oder viele Betriebe nimmt diese Person auch nicht so, wie die ist, mit ihrem Handicap. Und als Beispiel, dann verdienen sie da halt eben, auch wenn sie seine Handicap von mir aus hat, seine 1000 Euro als Beispiel, Altersheim, Kindergarten, ganz egal wo, so dass er seine Miete und Renteversicherung, alles und seine Wohnung halt eben bezahlen kann. Aber das Ganze ist leider noch nicht so, wie es ist, möglich. Und wie schon gesagt, ich bin selber davon betroffen. Ich arbeite selber in einer Behindertenwerkstatt. Und was soll man dazu sagen? Mir gefällt die Arbeit nicht so. Bin hier einfach mal ehrlich. Diese Arbeit gefällt mir gar nicht. Die tut mir nicht richtig fordert. Also ich bin da unterfordert. Und vieles andere auch. Also deswegen ist das Wort eine Behinderung. Würde den Fall schon als ernsthafte Beleidigung für die Person anzeigen, weil die Person hat im privaten Leben, allein was Geld anbelangt, genug Probleme. Und deshalb ist das eben richtig schade, dass eben das Gesetz nicht mal für die Behinderten ein passendes Gesetz machen tut, dass die Menschen mit Behinderung ohne Probleme auf dem freien Arbeitsmarkt arbeiten können, ohne eine Behindertenwerkstatt. Das Ganze ist so leider kaum möglich bis gar nicht. Das ist richtig selten. Kaum ein Betrieb nimmt so einer an. Habe ich auch schon selber sehr oft miterlebt. Und viele Leute schreiben ja auch, oder viele Leute sagen ja auch, wenn du halt nicht lesen kannst, fliegst du aus die Ausbildung oder sonst was. Und nur wegen seinem Handicap oder wegen seiner Einschränkung, weil er eine geistige Behinderung hat, wie zum Beispiel ich, zum Beispiel, weil man nicht lesen kann, weil man dann da rausfliegen tut, das geht dann meiner Meinung nach überhaupt nicht. Und das war's eigentlich schon von das Thema. Wie schon gesagt, ich finde das nicht so korrekt, das als Beleidigung oder einfach so als gängiges Wort zu verwenden, wie ich dann dieses Video so erklärt habe, deutlich. Eure Meinung darüber gerne unten in die Kommentare gesehen. Aber jetzt sehr lang über das Thema hier geredet. Sind bestimmt schon bei fast 10 Minuten sind wir mittlerweile. Also wie schon gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt mit das Thema hier, könnt ihr das Video gerne einen Daumen hoch geben, kommentieren und das Video gerne teile und eure Freunde weiterversende, dass die eben dann mehr über Behinderung wissen und wie die ganze Sache dabei halt eben aussieht mit die Einschränkung. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in das nächste Video. Könnt auch gerne, wenn ihr irgendwas über Behinderung oder allgemein über das Thema gerne wissen wollt, könnt ihr das gerne ja in die Kommentare gerne mal fragen. Und dann werde ich dann eventuell darüber, wenn ich darüber dann ein Video machen will oder kann, werde ich darüber auch wie ein Video machen. Habe ich ja schon öfters gemacht. Und dann sage ich mal, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und dann bis dann und haut rein.